Jo Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade etwas enttäuscht und etwas traurig, weil ich gerade 4 Stunden lang mit euch hier gezockt habe, wir eine coole Zeit hatten und ich echt viel Wichtiges auch mit euch bequatscht habe, was mir auch manchmal echt ans Herz gegangen ist, so, was mir auch selbst echt wichtig war, dass manche vielleicht darüber ein bisschen anders anfangen zu denken. Und dann gucke ich in meinen Aufnahmeordner und mir fällt auf, scheiße, ich habe alles nicht aufgenommen, weil meine Festplatte voll war. Und die 4 Stunden waren im Prinzip nur dafür da, dass ich nichts am Ende davon habe, außer das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Wir haben nämlich diesen Hafen in dieser Zeit verschönert. Nebenbei hatte ich gequatscht, es waren echt nice Aufnahmen. Den Hafen kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Wir wollen ja jetzt hier nicht durchgehend negative Stimmung haben. Ich möchte aber wirklich erwähnen, ich habe gerade wirklich 4 Stunden aufgenommen und einfach alles für den Arsch. Einfach alles umsonst. Aber für einen Moment gibt es das. Und zwar habe ich ja letztes Mal gesagt, jo, mir gefällt der Hafen noch nicht, ich verändere den noch. Das habe ich in den 4 Stunden gemacht. Und jetzt guckt euch das an. Sieht schon heftig nice aus, oder? Ich habe es in den letzten Aufnahmen, die ihr ja jetzt nicht sehen konntet, schon gesagt. Mir gefällt das richtig gut. Ich finde, der Hafen sieht jetzt echt richtig, richtig geil aus. Schade halt nur, dass nichts davon aufgenommen worden ist, wie wir es gebaut haben. Das enttäuscht mich gerade echt selbst so wirklich ein bisschen. Heute steht aber was ganz, ganz anderes auf dem Plan. Denn ich werde jetzt mal gucken, ob wir noch genug Eisen haben. Und falls ja, würde ich einmal in den Nether steppen. Und im Nether bauen wir einmal die Farm heute ein Stückchen weiter. Ich will die so ein bisschen ausbauen, dass wir im Prinzip die Trichtersysteme haben. Und das Portal einmal umsetzen und so, ne. Ich habe glücklicherweise morgen den ersten Block Ausfall. Deswegen kann ich mir das jetzt hier leisten, noch ein bisschen länger hier am PC zu chillen. So, wir machen uns auf jeden Fall jetzt mal jede Menge an Trichtern. Denn die Trichter sind mit das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Okay, wir haben 17 Trichter, das reicht, denke ich, auf jeden Fall. Und Schneebälle können wir gleich mitnehmen. Das Ding ist, ich habe eine Schaufel, Leute, die hat Behutsamkeit. Und dementsprechend ist es sinnlos, mit der Schaufel irgendwie Schnee abzubauen, weil ich daraus keine Schneebälle bekomme. Deswegen nehme ich mir mal die Schaufel hier. Und dann brauche ich mal bitte kurz ein bisschen Schnee nur. Geht das? Ja, sehr gut. Frossi, hallo. Schönen guten Tag, ich muss mich mal ganz kurz einsperren. So, tut mir leid, Frossi. So, und jetzt kann ich mich hier hinstellen und einfach einmal schnell abbauen, bis mein Inventar voll ist. So, und da ist es voll. Sehr gut. So, jetzt brauche ich noch Essen ganz kurz. Mich stört das gerade richtig, dass die Aufnahme futscht. Ich habe zum Beispiel über so das Thema Tod geredet und auch darüber geredet, wie ich es oder was ich möchte, dass oder wie ich möchte, dass meine Leute mich so in Erinnerung behalten, falls irgendwas mit mir passieren sollte, was nicht so gut wäre. Und hallo Lava. Keine Ahnung, ich habe da auch eine sehr eigene Meinung, denke ich. Ich will nicht, dass so meine Mitmenschen später so jetzt tagelang um mich trauern und tagelang mich vermissen, monatelang, jahrelang mich vermissen. So, für mich wäre die idealste Vorstellung, die ich haben kann, dass meine Mitmenschen später sich denken, so, wenn ich dann aus irgendeinem Grund nicht mehr da bin, dass sie sich denken, yo, der ist zwar nicht mehr da, aber jetzt will ich erst recht durchstarten, um ihn in der Erinnerung zu behalten. Wisst ihr, was ich meine? Um ihn in Erinnerung zu lassen, dass ich Leute an ihn erinnern kann, dass ich sagen kann, yo, der hat mich motiviert und deswegen bin ich hier, wo ich bin. Der hat gesagt, yo, wenn er nicht mehr da ist, dann soll ich was aus mir machen und nicht nur den ganzen Tag rumsitze und um ihn rumweinen. Und das wäre so für mich das Beste. Ich verstehe oft den Sinn dahinter nicht. Also trauern ist schön und gut, weißt du. Jeder Mensch trauert und Trauer ist auch was wichtig ist oft. Aber es bringt euch und vor allem die Person, die nicht mehr da ist, nicht weiter, wenn ihr monatelang trauert. So, stellt euch vor, ihr geht davon, ihr, und da sind doch sogar noch Schwerter vom letzten Mal, stellt euch vor, ihr seid aus irgendeinem Grund nicht mehr da. Ihr endet wirklich als Geist und beobachtet euer Kind, eure Eltern, eure Freunde und alle haben ein super Leben gehabt und plötzlich geht es komplett abwärts, sie sind komplett down, sie verlieren ihren Job, alles, weil sie nur um euch trauen und euch nur vermissen. So, dann werdet ihr doch auch nicht glücklich, wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr dann nicht mehr da seid. Dadurch, dass ich dann zum Beispiel nicht glücklich werden würde, will ich halt meinen Mitmenschen vermitteln, jo, dann macht es bitte einfach nicht so, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass wenn irgendjemand geht, und hallo Wuffi, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wenn irgendjemand geht, er sich denkt, jo, die sollen jetzt tagelang um mich trauern und ich will das, wisst ihr, was ich meine? Und keine Ahnung, mir wäre es, wenn ich nicht mehr da bin, wirklich wichtig, dass meine Mitmenschen wirklich versuchen, trotzdem am Ball zu bleiben und
weiterzumachen und wirklich was zu erreichen, wisst ihr, was ich meine? Und halt nicht da sitzen und jetzt tagelang, Jahre da sitzen und sich denken, yo, fuck, er ist nicht mehr da, was soll ich jetzt aus meinem Leben machen? Kann auch sein, dass ich das so komplett falsch sehe und ich vielleicht gerade denke, yo, was labert der für ein Mist, aber schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare so zu dem Thema, wenn ihr wollt, natürlich nur. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie ihr so darüber denkt. Wie wollt ihr in Erinnerung gehalten werden, Leute, später von euren Mitmenschen? Das würde mich wirklich interessieren. So, Leute, ich baue hier jetzt alles, damit die Items ordentlich aufgefangen werden. Und wir keine Items verlieren. Weil da kommt ja richtig, richtig was raus, so, an Items. Und ich denke mal, das Auffangen ist hier echt wichtig, damit wir später auch genügend Gold haben. Ich hoffe mal, die Chests werden jetzt erstmal für eine ganze Weile reichen, aber ich denke schon. Ich glaube, das sind so viele Double Chests, wenn wir die an Gold und One Flash voll haben, können wir so viel mit Villagern traden, dass wir so unendlich viele Smaragde haben und dann unendlich viele Bücher und der Rest folgt dann. Denn das nächste Projekt, was ich dann offen hätte, wäre sogar direkt, denke ich, die Villager zu mir zu bringen und mit denen dann viel Spaß zu haben. Ja, hier diese drei Kisten, diese drei Doppelchests hier, werde ich direkt, ja, die, oh, so ein Mist. Ich habe das so komplett falsch gemacht. Oh, na, die Mabgrund. Hopp. So. Und theoretisch müsste es hier, ja, da auch hinkommen. So. Und die Frage ist jetzt, können wir hier noch irgendwie mit drei Trichtern ordentlich Kisten anschließen oder eher nicht? Dann geht ein Trichter da rein, einer geht da rein. So. Und eins so. Und die beiden können dann nochmal, damit wir jetzt wirklich komplett alles aufbrauchen und ausschöpfen, was wir können, können dann nochmal da rein. So ist es eigentlich klug, dass sie wirklich so unendlich viele Doppelkisten haben, dass es eigentlich reichen müsste. Also ich hoffe wirklich, dass wir das nicht in naher Zukunft voll bekommen, weil das hier alles dann, ich würde dann nämlich so eine Folge machen, wo ich einfach mit Öfen und Kohle alles herkomme, die Schwerter wegbrenne, die Ingots zusammen crafte, das Wort in Flash mitnehme und das dann hoffentlich alles passt, so. Leute, bezüglich der Schönheit sagt ihr bitte nichts. Ich weiß, das sieht hier alles nicht so rosig aus von der Schönheit. Später werden wir das alles noch ausbauen, wenn wir dann genügend Blöcke haben, die schick aussehen dafür. So, und hier würde ich tatsächlich, weil wir eh immer hier runterkommen werden, würde ich dann das Nether-Portal hinsetzen. Und wir haben so viel Obsidian, komm, wir gönnen uns noch eine in die. Und dann machen wir einfach zack. Zack, okay, hier ist irgendwas gerade richtig schief gelaufen. Oh, das geht von der Symmetrie überhaupt nicht auf. Huch. Das hätte ich aber vorher wissen können, dass die Kisten da nicht aufgehen. Und theoretisch müsste das Fenster aussehen und Portal sogar gehen. Super. Sieht halt wirklich aus wie ein Fenster, ne? Dann machen wir hier noch einmal Grenzen hin, dass es wirklich zu 100% nicht passieren kann, dass ich aus irgendeinem Grund hier richtig dämlich runterlaufe einfach. Weil man kennt mich ja mittlerweile, dass manche Sachen einfach passieren. Das passiert halt einfach, ne? Und dann haben wir das hier tatsächlich schon ein bisschen verfeinert und hier ist natürlich alles voll. Ich muss noch mal gucken, aber ja, es läuft auf jeden Fall alles korrekt in die Kisten ab. Vielleicht kann man später sogar ein Sortiersystem hier reinbauen. Das wäre natürlich auch heftig und wuffi, alles ist gut. Und dann würde ich sagen, nutzen wir die Farm jetzt auch direkt, wenn wir schon mal hier sind. Und dann können wir direkt mal gucken, was für Loot unten dann reinkommt. So funktioniert das, wenn ich euch so abwerfe? Ja. So, Leute. Oh, ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist jetzt hier alles ein bisschen toll. Macht jetzt alles ein bisschen Spaß. Ich treffe die da hinten. Nicht den da treffe ich, aber bam, Junge. Oh, mit den Schneebällen ist es ja jetzt purer Luxus. Dann kann ich die nämlich immer wieder triggern. Wir bringen auf jeden Fall jetzt immer Schneebälle hier mit her. Und da unten sammeln sich schon unsere Level. Falls ich manchmal ein bisschen lauter rede, wenn ich hier drin stehe, tut es mir leid, aber die Dinger sind so laut für mich, für euch leiser, weil ich es runterstelle im Schnitt. Aber für euch sind die, für mich sind die Dinger so laut. Ich kann hier mal den Originalton kurz einblenden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
So Leute, ich habe mich jetzt hier mal in den Level rausgestellt und heilige Scheiße, sieht das heftig aus, Alter. Ich bin jetzt bei Level 37 gleich, jetzt bei Level 38, ja, Level 39, jetzt nur durch die paar Minuten, die ich hier stand, ich fasse es nicht, Alter. Also die Farm hat sich so gelohnt. Was war ich, als ich in Nether gekommen bin? Level 20 war ich, glaube ich. Und jetzt bin ich einfach fucking Level 39, kurz vor 40. So Leute, ich habe hier jetzt kurz gewartet, bis sie sich beruhigt haben. Sind jetzt wieder ruhig und ich habe jetzt schon 41 Level wieder, ohne dass ich da unten reingegangen bin. Und jetzt werde ich mich mal da reinstellen und gucken, was wir da rausbekommen. 42, Level 43 wahrscheinlich. Schaffen wir noch 44? 44. Sehr gut. So, und dann können wir mal unten in die Kisten jetzt gucken, was da rausgekommen ist. Oder beziehungsweise wie viel Stuff wir jetzt haben dadurch. Und nein, oh mein Gott, ich bin blöd. Die können ja im Nether-Portal spawnen. Ich muss mal ganz kurz da hoch. Und dann dürften die hier eigentlich auch nicht mehr spawnen, außer da in dem Portal. Okay, wir haben das hier voll. Das hier ist komplett voll. Hier ist ein Teil voll. Und hier ist noch nichts. Aber, Alter. Ich glaube, allein das sind, guck mal, 12 plus 6 sind mindestens 20 Goldbarren, die wir jetzt allein durch die 5 Minuten, die ich da stand, rausbekommen haben. Mal sehen, wie das in Zukunft wird. So, und wir gehen jetzt mal ab nach Hause. Okay, Landschaft wird geladen. Oh! Wo sind wir denn hier? Wir sind ein paar hundert viele Blöcke von unserem Zuhause entfernt. Das ist natürlich mies gelaufen jetzt. Sieht doch schon hammermäßig aus, Alter. Uff. Ich finde den cool. Leute, ich bin richtig zufrieden mit dem Hafen. Ich bin richtig zufrieden damit, nachdem ich heute 4 Stunden daran verbracht habe und dann alle Aufnahmen gelöscht worden sind. Aber ja, dann haben wir den Nether auch schon mal auf Vordermann gebracht. Die Nether-Farm haben nochmal 44 Level. Da gehe ich jetzt direkt hoch und mal verzaubern. Wir verzaubern heute nicht, sondern wir warten bis zur nächsten Folge. Und in der nächsten Folge werden wir den Dreizack verzaubern. Und mal gucken, den Dreizack auch reparieren. Und mal gucken, was wir da für Enchantments bekommen. Ich werde mich auch nochmal ransetzen und mal gucken, was du da überhaupt für Enchantments bekommen kannst. Dann schauen wir mal, was das in der nächsten Folge dann wird mit dem Dreizack, würde ich sagen. So Leute, trotzdessen hoffe ich, euch hat die kleine, aber feine Folge gefallen. Es tut mir leid, dass ihr den Bauprozess des Hafens nicht mitbekommen habt. Es war wirklich nicht beabsichtigt, so dass das alles nicht aufgenommen wird. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis morgen um 17 Uhr. Bis dann und ciao. Das habe ich in den 4 Stunden gemacht und jetzt guckt euch das an. Sieht schon heftig nice aus, oder? Ich habe es in den letzten Aufnahmen, die ihr jetzt nicht sehen konntet, schon gesagt.